Wussten Sie, dass der beliebteste Frühstücksaufstrich Marmelade ist? Ja, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Marmelade, Konfitüre extra oder Fruchtaufstrich? Wir haben die Marmeladenproduktion im Großen und im Kleinen mal ganz genau unter die Lupe genommen. 150 bis 200.000 Tonnen Konfitüre werden jedes Jahr in Deutschland verkauft. Mehr als Schokoaufstrich oder Honig. Aber wo ist der Unterschied zwischen der Marmelade aus der kleinen Manufaktur und der großen Industrie? Wo ist mehr Zucker drin? Wie sieht es mit Konservierungsstoffen aus? Das wollen wir herausfinden. Wir beginnen in einer Marmeladenfabrik in Hessen. Hier werden gerade die Kirschen angeliefert. Wo sind die denn? Etwa in Kartons? Tatsächlich, da steckt Obst drin. Wo es genau herkommt, das kann uns die Geschäftsführerin Anne Vollner sagen. Die bekommen wir weltweit. Zum Beispiel die Orangen aus Spanien, den Ingwer aus Australien und die Kirschen zum Beispiel auch aus Serbien. Und jetzt? Süßkirschen unter dem Hammer? Wird so etwa von Hand püriert? Nein, die Kirschen sind tiefgefroren. Der Mitarbeiter bricht lediglich große festgefrorene Stücke mit dem Hammer auseinander. Es ist wichtig, dass das Obst tiefgefroren ist, denn so gibt es das ganze Jahr über bei uns frisch gemachte Konfitüre im Supermarkt. Für die kalten Früchtchen geht es jetzt weiter zum Aufwärmen. In dieser Halle. Hier kocht die Fabrik jeden Tag 6 bis 10 Tonnen Früchte. Daraus entstehen dann 4.200 Tonnen Marmelade im Jahr. Nicht nur Standards wie Erdbeere, Kirsche oder Himbeere. Die ausgefallenste war eine ayurvedische Linie. Hier hatten wir einen Inder in Haßfurt, der mit uns die drei Gewürzmischungen entwickelt hat und dann letztendlich auch mit einem Professor in Indien abgesegnet hat. Abgefahren. Wir bleiben bei den Kirschen. Aber was wird hier überhaupt gemacht? Wird das Marmelade oder Konfitüre? Das bestimmt die Konfitüreverordnung. Sie besagt, in Konfitüre muss mindestens 55% Zucker drin sein. Der Fruchtgehalt braucht dagegen je nach Fruchtsorte nur 25 bis 35% zu betragen. Konservierungsstoffe sind in der Konfitüre nicht zulässig. Es gibt aber auch noch Konfitüre extra. Hier ist der Zuckergehalt derselbe, nur der Fruchtgehalt ist höher. Fruchtaufstrich findet man auch immer wieder im Supermarkt. Der fällt nicht unter die Konfitüreverordnung. Deswegen gibt es überhaupt keine Regelungen über Zucker und Fruchtgehalt. Und es dürfen auch Konservierungsstoffe enthalten sein. Aber was ist denn dann Marmelade? Die muss aus Zitrusfrüchten bestehen, also Orangen oder Zitronen. Bei kleineren, handgemachten Mengen ist die Regelung nicht so streng. Die dürfen immer Marmelade heißen. In Würzburg schauen wir uns an, wie so eine Marmelade von Hand hergestellt wird. Wir sind bei Doris Betz-David. Ihre ganze Leidenschaft gilt den Fruchtaufstrichen aus dem Glas. Aber sind die handgemachten Marmeladen wirklich so viel besser als die aus der Fabrik? Oder vielleicht echte Zuckerbomben? Wie macht sie ihre Marmelade? Also du brauchst ein Grundrezept und dann brauchst du einfach aber auch ein Gefühl dafür und Liebe dazu. Für uns kocht sie heute ganz liebevoll erst eine Marmelade mit Mohn und Aprikosen. Als zweites gibt es eine Quitte, vermischt mit Brombeeren und Haselnusskrokant. Schon bei den Früchten gibt es Unterschiede zur Fabrik, denn gerade ist auch in Würzburg keine Saison für Aprikosen. Das sind eingelegte Aprikosen, also aus getrockneten Aprikosen mache ich Marmelade. Die werden einen Tag vor Zubereitung lege ich die in Apfelsaft ein. Und dann gehen die so schön auf und geben einen wunderbaren Geschmack ab, also schmecken ganz, ganz intensiv nach Aprikose. Zwar arbeitet Doris auch mit schwerem Gerät, aber trotzdem gibt es Unterschiede zur industriellen Produktion. Die Früchte werden hier püriert und verfeinert, bevor sie in den Topf kommen. Also es war alles abgemessen, es ist jetzt noch ein Liter Apfelsaft mit reingekommen und es ist genau die Menge, wo die Marmelade dann einfach mit der entsprechenden Menge an Gelierzucker wunderbar streichfähig wird. Ja, und nachdem die Aprikose ja selber sehr viel Pektin auch enthält, brauchen wir da ganz, ganz wenig Gelierzucker. Was Pektin ist, erfahren wir später noch. Erstmal ist auch hier der Zucker dran. 1500 Tonnen verbraucht der Großbetrieb davon im Jahr. Nicht Gelier, sondern ganz normaler Haushaltszucker. Und jetzt gibt es ein bisschen Show.
Denn Zucker und Tiefkühlfrüchte ergeben Nebel. Es ist natürlich keine Zauberei. Die Maschine erhitzt alles sehr schnell auf 85 Grad Celsius. Das Wasser aus den Früchten verdampft und kommt dann oben raus. Früchte und Zucker ergeben natürlich noch lange keine Marmelade. Die Masse muss gelieren. Dafür sorgt sogenanntes Pektin. Das ist ein Zusatzstoff, der aus der Schale von Äpfeln, Zitrusfrüchten oder Zuckerrüben hergestellt wird. Als Pulver kann es aber nicht zu den Früchten, denn sonst gibt es Klümpchen. Deswegen löst die Maschine das Pektin in heißem Wasser auf. Und am Ergebnis sieht man schon, dass das Wasser geleeartiger geworden ist. Die braune Brühe kommt zu unserem Kirsch-Zuckermix, der bereits in den nächsten Kessel gewandert ist. Sie dachten, das war es bereits mit dem Zucker? Nein. Dieser riesige Kessel ist voll mit Glukosesirup, also Zucker. Die Rezeptur ist streng festgelegt und seit Jahren dieselbe. Aber wie kommt es, dass die Marmelade jedes Jahr gleich schmeckt, obwohl die Ernte nicht immer gleich ausfällt? Wird da mit Aromastoffen gearbeitet? Die schmeckt fast immer gleich. Es kommt natürlich darauf an, ob es in einem Jahr etwas mehr Sonne gegeben hat im Ernteanbaugebiet. Aber im Prinzip sind der Fruchtgehalt oder der Zuckergehalt der Frucht ähnlich. Keine Aromastoffe also, sondern eine besondere Kirschsorte sorgt für den immer gleichen Geschmack. Mittlerweile hatte sich die Konfitüre in dem sogenannten Vakuumkessel gemütlich gemacht. Aber warum muss der Brotaufstrich denn im Vakuum kochen? Wir können, anders als die Hausfrau, auf dem Herd bei 100 Grad zu niedrigen Temperaturen bereits diesen Kochprozess starten. Der ist einfach produktschonender, die Inhaltsstoffe und die Vitamine bleiben hier weitgehend erhalten. Gut für die Konfitüre, aber schlecht für uns. Was da drin passiert, ist nur durch ein kleines Fenster zu sehen. Deswegen schauen wir, wie Doris Betz-David in ihrer Marmeladenmanufaktur das macht. Wie in der Industrie muss auch sie die Masse zum Kochen bringen. Sonst löst sich der Gelierzucker nicht auf. Wie ist das denn mit dem Zucker? Wie viel steckt denn in unserer Marmelade drin? In so einem großen Glas aus der Industrie sind 45 Stückchen Würfelzucker. Heruntergerechnet auf einen Teelöffel sind das mehr als ein halber Würfelzucker. Die Marmelade aus der Manufaktur ist nicht so süß. 20 Stücke Zucker sind im Glas und weniger als ein halber Zuckerwürfel auf einem Löffel. Während die Aprikose kocht, fängt sie mit der zweiten Sorte an. Die Brombeeren sind nicht getrocknet. Also wenn Saison fürs Obst ist, dann kaufe ich das, dann friere ich es mir ein. Und dann bei Bedarf, eben, wenn wieder die Marmelade gemacht werden muss, dann hole ich es heraus, taue sie auf. Das ist auch ganz schön, dann ziehen die auch viel Saft. In Doris Brombeermarmelade sind keine Kerne drin. Das ist lecker, aber es kostet mehr Zeit. Für den Quittengeschmack kommt selbstgemachter Saft dazu. In dieser Masse fühlt sich der Gelierzucker wohl und löst sich auf. Eine letzte Zutat gibt es noch. Ja, so ein Teelöffel Zitronensäure ersetzt ungefähr eine Zitrone. Zitronensäure klingt irgendwie nach Putzmittel. Wozu braucht man das genau? Überall, wo man was Süßes reintut, tut man auch ein bisschen was Salziges rein. Das ist wie auch beim Kuchenbacken, wird ja oft eine Prise Salz reingegeben. Das schmeckst du nicht raus und du sollst es auch nicht rausschmecken, aber das macht das Produkt rund, sag ich immer. Außerdem unterstützt die Zitronensäure das Gelieren. Eine halbe Stunde stehen die Marmeladen jetzt auf dem Herd. Hier hat die Industrie einen Vorteil, weil sie die Ware bei geringeren Temperaturen und somit schonender kochen kann. Dort ist die Konfitüre auch schon zum Abfüllen bereit. In einem solchen Tank ist die Masse für 1500 bis 1700 Gläser. Diese Firma liefert ihre Produkte in die ganze Welt. Das weiteste ist Australien, aber auch Koreaner und Japaner stehen auf den deutschen Frühstücksaufstrich. Ja, Made in Germany und Made in Bavaria ist einfach, was bei den Asiaten sehr zieht. Pro Minute füllt diese Maschine hier 170 Gläser ab. Vollautomatisch, versteht sich.
Es gibt lediglich eine Mitarbeiterin, die in Stichproben kontrolliert, ob ausreichend Konfitüre in den Gläsern ist. Wenige Menschenhände heißt gleichzeitig wenig Möglichkeiten, dass die Gläser mit Keimen in Kontakt kommen. Deswegen wird auch der Deckel vollautomatisch draufgeschraubt. Ganz wichtig, auf die heiße Konfitüre. Sie kühlt im weiteren Prozess ab und zieht sich zusammen. So entsteht ein Vakuum, das den Brotaufstrich zusätzlich haltbar macht. Das ist auch der Grund, warum die Konfitüre ploppt beim Öffnen. Handarbeit dagegen in der kleinen Manufaktur. Da haben wir 4 Minuten und 2 Sekunden. Und den schalten wir jetzt an. Und wenn er piept, ist gut. 4 Minuten lang muss Doris rühren, denn die Marmelade kocht jetzt. Da darf nichts anbrennen, sonst ist der gesamte Topf ungenießbar. Nach dem Aufkochen kommt der Mohn kalt dazu, sonst wird er bitter. Der Ofen dient als Sterilisator für die Gläser. Nach einer Viertelstunde und bei 130 Grad Celsius sterben die Keime ab. Der Krokant ist auch bereit. Und wie sieht es mit der Marmelade aus? Auch in der Manufaktur kommt die Marmelade heiß ins Glas. Das Prinzip ist dasselbe, nur dauert's halt länger. Handwerk hat seinen Preis. 4 Euro für 120 Gramm Fruchtaufstrich. Kein Schnäppchen, oder? Das ist einfach nicht ruckzuck erledigt. Und ich finde, dass sie dann ihren Preis wert ist. Ein 225 Gramm Glas aus der Fabrik kostet zwischen 1,50 Euro und 1,70 Euro, je nach Supermarkt und Angebot. Unser Fazit ist also, in der Industriekonfitüre ist mehr Zucker drin, aber sie ist deutlich billiger. Die Manufakturmarmelade ist teurer, dafür sind die Sorten viel ungewöhnlicher und feiner. Und im Unterschied zur Industriekonfitüre darf sie sich immer Marmelade nennen.